So, und ein herzliches Willkommen zurück. Vielleicht beim letzten Teil oder vorletzten. Je nachdem, wie es läuft. beim Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Lühe, Gameplays als Hobby und mache jetzt ein Verzweiflungsakt-Video mit Knackrock. Mal schauen, wie gut ich mich schlage. Vielleicht kriegen wir endlich unsere zwei Siege für den 200. Sieg. Das wird mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Okay, wir nehmen Knackrock. Warm gespielt bin ich mit ihm jetzt nicht. Aber ich hoffe, ich weiß trotzdem noch, wie alles funktioniert. Unterstützt mich, drückt mir die Daumen. Wobei, es ist ja dann schon zu spät. Die Kämpfe sind gelaufen, bis ihr den Kampf sehen könnt. So, der Big BBV aus Amerika mit 135 Siegen und Pikachu. Natürlich gleich was Schnelles. In Neo City. Gruppe D1 gegen Gruppe D1. Schauen wir mal. Haben wir eine Chance oder haben wir keine? Irgendwie mag ich den kleinen Pikachu nicht. Ich hätte eigentlich mal greifen können. Ah, toll. Okay, erste Runde geht an Big BV. BBV. Alter. Der kann seine Attacken gut timen. Das kriege ich nicht hin. Jawoll, 1-1, wer sagt's denn? Vielleicht muss ich nur reinkommen mit dem Knackrack. Ach ja. Nein!
Jawohl. Bitteschön. Hey, ein Sieg, es geht doch. Meine Güte, es war aber auch wieder knapp, echt. Knapp, echt. Echt knapp, so. Lieber Gegner, es war mal ein gutes Spiel. So. Sehr schön. Mal wieder ein Sieg. Das heißt, wir suchen den nächsten Gegner, den wir ein bisschen ärgern können vielleicht. Eine neue Herausforderung. Wen haben wir? Sieger schon wieder. Oh, vielleicht habe ich diesmal eine Chance mit Knackrack. 1102 Siege. Schauen wir mal. Ist natürlich nicht so ohne. Du bist hoffentlich putzmunter, Knackrack. Das hoffentlich stand da und fehlte da unten noch. So ein Cheat. Nein! Eigentlich wollte ich auch mal angreifen. Okay, die erste Runde war zum Warmmeiern. Gibt's doch nicht. Hey! Wie konnte der so schnell reagieren? Ey, ich hasse diese Attacke. Oh, ich glaube, das habe ich verloren. Ja, habe ich verloren. Eigentlich wollte ich gerade mein Dings machen. Mein Limitschlag. Da war ich ja mit Messer Pikachu fast besser. Na, vielleicht kreuzen sich unsere Wege gleich nochmal. Da hätte ich wirklich gerne noch eine Revanche. Okay, nächster Kampf. Nächster, vielleicht letzter in diesem Video. Aus Polen der Jersey mit Knackrack auch. Hey. Und Siege 9. Okay, wer hat den besseren Knackrack? Gruppe E3. Oh, das tut mir wieder leid. Was? Ich bin mein Grün. Ja, cool. War ich auch noch nie. Glaube ich. Nein. Ach komm, mein Erdbeben macht da keinen Schaden. Mehr. Das gibt's doch nicht. Nein, ich wollte ihm erstmal nur eine Chance geben. Also viel macht er wohl nicht, der liebt Jersey.
Warum bin ich nur vorher rausgegangen? Jupp, er ist noch neu. Hammer Jersey, Übermacht den Meister, falls du Deutsch verstehst. Polen ist ja immerhin direkt neben Deutschland, wer weiß. Da können auch viele Deutsch. Ach jo. Was geht denn jetzt ab? Er kennt sich wohl doch ein bisschen mehr aus. Ah! Unfassbar! Jersey, herzlichen Glückwunsch! Oh Mann. Nichts gegen dich, Jersey, aber dass ich sogar gegen dich momentan verliere. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Er freut sich jetzt natürlich einen Ast ab, das ist natürlich klar. Ich gönn's ihm auch. Ich würde mich auch freuen, wenn ich gegen jemanden gewinne, der vergleichsweise, sage ich mal, 1000 Siege hat. Ich habe ungefähr das 10-fache, na, mehr als das 10-fache von ihm. 20-fache. Das heißt, ich müsste eigentlich gegen jemanden gewinnen, der keine Ahnung wie viele, über 2000 Siege hat. Junge, Junge. Okay. Das war Pokémon Tactics auf Nintendo Switch. Immer mit ein Sieg. Mit von Nühe. Gameplays als Hobby. Beim Spaß mit Verlieren. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem auch euren Spaß. Ihr dürft mir natürlich mit einem Daumen nach oben zeigen und mit einem Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auch bei einem anderen Let's Play von mir. Ich habe noch einiges anderes auf Lager. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Bis denn. Tschüss.